Mountainbiker und Radler brauchen nicht nur Beine. Gerade Arme, Schultern und Nacken werden häufig vernachlässigt. Bei dieser ersten Übung ziehen Sie die Ellbogen und Hände bis zu den Schultern hoch. Die Schultern selber lassen Sie jedoch unten. Sie stehen etwa hüftbreit und die Knie sind ganz leicht gebeugt. Es bewegen sich nur die Arme, der Rücken bleibt gestreckt, der Kopf fixiert, aber nicht verkrampft. Mit dieser Übung werden die Armbeuger und die Schultermuskulatur trainiert. Für die nächste Übung sollten Sie das Band etwas weiter unten greifen, um den passenden Widerstand zu finden. Bei dieser Nackenzugübung ziehen Sie die Schultern nach oben. Dabei bleiben die Arme gestreckt. Achten Sie auf einen geraden Rücken. Versuchen Sie, die Schultern zu den Ohren zu führen, um sie anschließend wieder kontrolliert nach unten zu senken. Als nächstes folgt eine Übung für die Beinmuskulatur. Machen Sie einen großen Ausfallschritt. Das Theraband sollte sehr kurz gehalten werden, um einen genügend großen Widerstand zu erhalten. Achtung, das vordere Knie dürfen Sie nicht über die Fußspitze führen. Das hintere Knie senken Sie bis knapp über den Boden. Der Oberkörper bleibt während der ganzen Ausführung aufrecht. Diese Übung machen Sie anschließend natürlich auch auf die andere Seite. Die folgende Übung ist ein hervorragender Ausgleich für die gekrümmte Sitzposition auf dem Bike. Außerdem wird hier auch das Gleichgewicht geschult. Wie bei allen Übungen sollten Sie darauf achten, dass auch hier beim Rückführen das Theraband immer leicht gespannt bleibt. Das Becken bleibt fixiert, das Standbein ist leicht gebogen. So trainieren Sie Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. Für die nächste Übung setzen Sie sich mit geradem Rücken hin. Das Gummiband wickeln Sie sich einmal um die Hand. Bei dieser Schulterpresse wird die Armstreckermuskulatur trainiert. Stoßen Sie die Arme aus rechtwinkliger Position nach oben. Achten Sie darauf, die Schultern nicht hochzuziehen. Einatmen, ausatmen. Zum Abschluss dieser Serie nochmals etwas für die Bein- und Gesäßmuskulatur. Im Vierfüßerstand führen Sie das Theraband um einen Fuß und halten es vorne in den Händen. Stoßen Sie das Bein gerade nach hinten. In der Streckung sollten Ferse, Gesäß und Schultern in einer Ebene sein. Dazwischen dürfen Sie das Knie nicht abstellen. Und versuchen Sie, mit dem Becken nicht auf eine Seite zu kippen. Am Ende rollen und stehen Sie langsam auf. Geschafft!